Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Gestaltung meines Juni-Budgets. Oh Gott, wir sind schon im Juni. Die Zeit vergeht so schnell. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Zeit einfach rast? Vor allem jetzt, wenn man älter wird, habe ich das Gefühl, es wird einfach nur noch schlimmer. Genau, ich würde sagen, wir beginnen. Ich lasse das Ganze im Schnelldurchlauf laufen, damit ihr ein bisschen mit Musik entspannen könnt. Wenn ich irgendwas zu sagen habe, werde ich mich melden. Sneaking red wine in a paper cup. We saw the world so differently. Talk about things we'd never be. 17 was still so young. Waiting outside for you to pick me up. Driving so fast we couldn't see. Everything changed so suddenly. I moved to Brooklyn, you begged me to stay. I never called cause you thought that I'd change. We both went back on the pact that we made. But you're all I know. You came to visit but I found someone. Drove to the lake house where we fell in love. I couldn't wait cause I thought you moved on. But you're all I know. I'm tired of running. Tired of running from the things that we knew. Had to lose it all just to know that it was you. I'm tired of running. No, no, no. I'm tired of running. Tired of running from the things that we knew. Had to lose it all just to know that it was you. 23 and I'm waking up. Got your old picture that's collecting dust. Even when she's lying in my bed, I think about what we could have been. 23 and I've had enough. Met a couple girls but it wasn't love. Miss being the only one you need. Tell me, are you where you thought you'd be? I moved to Brooklyn, you begged me to stay. I never called cause you thought that. So, da haben wir eigentlich dieses Grundgerüst jetzt schon mal ein bisschen ja aufgeklebt und hergerichtet. Ich finde das auf jeden Fall schon viel, viel schöner als das letzte Mal. Also natürlich müssen wir jetzt hier das alles noch eintragen. Das mache ich dann auch alles wieder handschriftlich. Ich habe mich diesmal entschieden dazu, dass wir den Kontostand nicht mit übernehmen und auch PayPal-Guthaben nicht, sondern das umfassen wir alles bei sonstige Einnahmen. Und die beiden reichen. Dann haben wir die fixen Kosten. So, dann habe ich mich ja, wie ihr auf der Seite schon seht, für andere oder für noch mehr Budgets entschieden, weil ich letzten Monat gemerkt habe, dass mir da definitiv noch was fehlt. Und zwar der Luxusbereich. Dort werde ich alles ja verbuchen, was ich mir selber kaufe. Zum Beispiel neue Bücher, neue Washi-Tapes oder wenn ich wieder irgendwas Neues für YouTube mir kaufe. Also irgendwas Persönliches, Privates, das kommt dann in Luxus rein. Und wenn es irgendwas gibt, was ungeplant ist, woran ich jetzt überhaupt nicht denke, was vielleicht anfällt, was nicht in einen dieser Bereiche fällt, dann würde ich das bei ungeplant reinpacken. Deswegen bauen wir das jetzt hier auch anders auf als das letzte Mal. Und dann fangen wir erstmal an. Auto, die Kategorie, habe ich jetzt auch in Auto genannt. Vorher war es die Kategorie Tanken. Aber ich habe mich gefragt, was mache ich, wenn ich zum Beispiel neue Scheibenwischer brauche oder so. Dann, klar, Tanken und Auto ist nah beieinander, aber ich habe es einfach jetzt in einen anderen Namen umgewandelt, und zwar das Autobudget.
Dann habe ich mir hier auch noch was anderes überlegt. Und zwar seht ihr das in dem Budgetvideo, wenn ich das Ganze plane, wieso, weshalb, warum. Da müssten wir jetzt insgesamt 5 Spalten haben. Wir haben ein Hoch auf den Taschenrechner. Wir haben 8, 9. Und deswegen liebe ich diese radierbaren Stifte so, weil man einfach immer wieder Sachen wegradieren kann, die man ja dann doch irgendwie falsch gemacht hat. Wichtig ist nur, dass sie ab und zu mal diesen Radiergummi hier hinten, also diese, ja, diese Kuppe, sauber macht, denn sonst kann es auch verschmieren. Das ist dann mal ein bisschen ärgerlich. So. Da haben wir dann Plan, also was will ich tatsächlich ausgeben? Wie ist es? Was habe ich tatsächlich ausgegeben? Wie ist die Differenz? Und jetzt kommen wir zum neuen, einmal Start und Ende. Start und Ende bedeutet so viel wie, es gibt einige Kategorien, die ich besparen möchte. Das heißt zum Beispiel den Drogeriebereich. Da habe ich ja immer ungefähr ein Monatsbudget von 10 Euro. Wenn ich da die 10 Euro zum Beispiel nicht ausgegeben habe, werde ich die nicht in einen anderen Spartopf reinlegen, sondern im Drogeriebereich lassen und dann quasi hier 10 Euro haben und dann nochmal das zusätzliche monatliche Budget. Denn ich habe mir gedacht, es gibt natürlich auch mal Monate, da braucht man eine neue Mascara, da braucht man neuen Nagellack oder neues Deo, Zahnbürsten und so weiter. Und dann ist 10 Euro nicht viel. Und wenn man dann hier schon mal ein wenig eher spart, hat man dann zum Beispiel jetzt für den Juni 20 Euro anstatt nur 10 Euro. Und da lege ich aber monatlich nichts rein, sondern das ist tatsächlich nur das Ende oder der Endbetrag des Vormonats. Im Lebensmittelbereich zum Beispiel habe ich nicht vor, den Betrag zu übernehmen, sondern den Bereich nehme ich dann zum Beispiel für Spar-Challenges. Genauso wie die Nägel, weil da brauche ich im Monat nur 40 Euro. Warum sollte ich da besparen? Also es gibt halt ein paar Bereiche, die bespare ich und ein paar, die bespare ich nicht. So, hier hat man dann nochmal gesehen, auf diesem Washi-Tape schreibt es sich nicht so gut oder lässt es sich auch nicht so gut wegradieren. Deswegen habe ich hier nochmal weißes Papier. Bereiche hingeklebt und zwar werde ich da dann das Gesamtbudget reinschreiben, hier die gesamten Fixkosten und hier die gesamten variablen Kosten, die sich dann hier ergeben. Jetzt habe ich doch tatsächlich einen Bereich vergessen und zwar wollte ich nämlich noch für den Cashback einen Bereich machen. Leider ist jetzt hier drüben kein Platz mehr, aber ich zeige euch einmal, wie ich das momentan mache, so würde ich es dann einfach weitermachen. Für das Cashback habe ich nämlich einen eigenen, ja, Ordner, damit ich wirklich nichts vergesse, weil wenn man an mehreren Cashback-Aktionen teilnimmt, verliert man super schnell den Überblick. Und hier bewahre ich auch immer die Kassenbons auf. Hier sieht man dann meine Geld-Zurück-Garantien, an denen ich allen teilgenommen habe. Also es geht noch weiter. Und hier schreibe ich dann immer auf, was habe ich tatsächlich bezahlt und hake es ab, wenn ich das dann zurückbekomme. Genauso schreibe ich auch meistens das Datum hin, wann ich das gemacht habe. Bei den neuen Aktionen habe ich das tatsächlich vergessen. Aber hier stehen dann auch nochmal die ganzen, ja, Aktionen, woran ich teilgenommen habe. Und wie man sieht, es ist teilweise schon alles eingereicht, aber es ist noch nichts bei mir angekommen. Und da werde ich einfach mein Cashback-Budget einfach weiterhin, ja, verfolgen, weil jetzt hier leider kein Platz mehr ist. Das ist eigentlich jetzt schon mein Juni-Budget. Es ist meiner Meinung nach, ich hole euch noch einmal kurz rein, definitiv schöner als das Mai-Budget, finde ich persönlich. Was haltet ihr davon von dem neuen Budget? Welches findet ihr schöner, das neue oder das Alter, es ist sehr clean hier, ne? Es ist vielleicht sogar noch ein bisschen übersichtlicher als das hier, weil mit diesen ganzen Aufklebern und Stickern, vielleicht mache ich das nächste Mal auch anders und nicht mit dem Etikettierer. Mal schauen. Ich finde es aber sonst eigentlich ganz schön, weil ein bisschen mehr Farbe drin ist und nicht nur hier dieses,
angemarkerte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es heißt, die ganzen Lücken hier auszufüllen, was möchte ich tatsächlich im Juni alles so besparen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!